Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mein Gestüt. Ja, ein Leben für die Pferde 2 quasi. Ich muss ja Seablond heute gar nicht versorgen, ne? Der steht ja noch auf der Wiese. Ja, ich muss ihn aber trotzdem... Ich muss ihn trotzdem rausholen. Ich würde, glaube ich, ganz gerne heute erstmal ein bisschen Geld verdienen, dass wir uns bald mal ein neues Pferd kaufen können. So, 112 Credits. Tatsächlich kommt das Spiel nicht wirklich gut an, habe ich jetzt schon gesehen. Also zumindest so nach der ersten Folge. Weil sehr, sehr viele die Grafik eben entsprechend schlecht finden, weil es halt eine ganz andere Grafik ist. Eigentlich stört, glaube ich, die meisten die Grafik, das Optische. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es gar nicht schlimm, weil es halt ganz anders anknüpft als... der erste Teil. Ich habe das jetzt mal in einem Kommentar verglichen mit My Horse and Me. Der erste Teil war optisch einfach nur göttlich. Der zweite Teil hat auch versucht, realistisch zu bleiben, hat es aber komplett versaut. Und wenn das, da das hier gar nicht, offensichtlich gar nicht das Ziel war, realistisch zu bleiben, finde ich das deswegen auch gar nicht so tragisch mit diesem krassen Unterschied. Das ist aber natürlich eine Ansichtssache. Das ist natürlich eine Ansichtssache. Ich finde es überhaupt... Boah, 207 Credits, ja krass. Oh, das ist ja schön. Ich finde es halt überhaupt nicht schlimm. Aber wie gesagt, das ist eine Ansichtssache. Das ist ja ein wunderschönes Pferd gewesen. Und wir haben jede Menge Credits dadurch verdient. Das ist mega cool. Oh, ich habe jetzt genau 1000 Credits. Das ist ziemlich awesome gerade. Ich weiß nicht, wir haben heute noch kein Turnier, ne? Waren die freitags und sonntags? Wir machen erst noch mal ein bisschen Fohlentraining. Es ist ja jetzt wirklich so, dass wir erstmal wieder schauen müssen, dass wir wieder zu Geld kommen. Es ist jetzt wieder dieselbe Krux, dasselbe Problem wie im Vorgängerteil natürlich auch. Und nicht nur dasselbe Problem wie im Vorgängerteil, sondern dasselbe Problem wie überall im Leben. Geld regiert eben doch nun mal die Welt. Und es ist, also ich finde immer am treffendsten den Spruch, dass Geld allein nicht glücklich macht, aber es einfach ungemein beruhigt. Es ist halt wirklich so, wenn man jetzt nur Geld hat und keine Hobbys, keine Freunde und irgendwie keinen Spaß am Leben und man vielleicht wirklich auch nur fürs Arbeiten lebt und überhaupt dadurch, ja, man hat zwar Geld, aber man hat nicht so viel, man es ausgeben kann quasi, das macht definitiv nicht glücklich. Es ist schön, das Grau, ne? Sieht süß aus. Aber wenn man kein Geld hat, dann hat man in aller Regel auch jede Menge Sorgen. Das ist also auch sehr, sehr unangenehm. Es ist halt, ich bin jemand, ich brauche gar nicht so mega viel Geld. Mir reicht es eigentlich, wenn ich davon halbwegs leben kann. Es wäre ganz cool, wenn ich mir auch irgendwann mal wieder einen Urlaub leisten könnte. Oh, sorry, ich habe den Ton noch an. Ich habe nämlich eben... gemalt. Vielleicht habt ihr es gesehen. Also ihr wisst jetzt dann damit auch, dass ich gerade am Freitag aufnehme. Ich habe nämlich eben noch gemalt und habe noch an dem... Oh nein, ich habe es verpasst. Oh, ich bin ein Idiot. Und habe nämlich noch an dem Logo gearbeitet, was demnächst dann hoffentlich mal in den Shop kommt, für Kopfkrapfen. Und da habe ich nämlich den Ton angemacht. Weil ich dann immer, ich schreibe immer zwischendrin noch auf Facebook und so ein bisschen auf WhatsApp, eher Facebook, aber da habe ich dann halt immer den Ton an, damit ich das nicht verpasse, wenn mir jemand eine Nachricht schickt. So, wow, 105 Credits, das ist schon, kann das sein, dass man hier viel mehr verdient als in dem Vorgängerteil? Und Alter, ist das eine süße Farbe mit den Deppels am Hintern? Und dann, ach schön, das sieht richtig hübsch aus. Wenn mich nicht alles täuscht, sieht das sehr, sehr ähnlich aus wie das Pferd von der Sandy, also von Nick Roll. Ich habe das Video ganz kurz angeklickt, einfach damit ich es schon mal offen habe. Ich muss es mir noch angucken. Und sie hatte mir jetzt nämlich schon ein Bild geschickt und ich habe gesagt, really? Wir haben einfach mal, ohne uns abzusprechen, fast die identischen Pferde. Ich finde das super lustig. Das war ja auch ganz oft so mit der Mandy, also mit Alicia Snowdaughter. Wenn neue Pferde gekommen sind, haben wir uns ganz oft, ohne uns abzusprechen, dieselbe Farbe gekauft. Das war halt echt immer so,
Sei dummer ein Gedanke, dann merkt man dann halt wieder, wenn der Geschmack sehr ähnlich ist. Komm nach innen, komm nach innen, komm nach innen, komm nach innen. Reicht das noch? Yes. Cool. Ja, jetzt habe ich ja richtig gut Geld gemacht. Dann könnte ich mir eigentlich auch mal rein theoretisch ein zweites Pferd kaufen, ne? 1249, so. Wisst ihr was, das machen wir jetzt erstmal, bevor wir Sea Blonde holen. Dann können wir alle beide füttern. Das sollten wir tun. So, jetzt muss ich wieder rückwärts laufen. Das ist ein bisschen lustig. So, Online-Shop öffnen. Oder wir könnten uns den Zuchtstall kaufen. Nee, wir holen uns erstmal noch ein zweites Pferd. Nehmen wir ein braunes oder nehmen wir so ein graues? Nelly sieht ja auch süß aus. Ein Friese, mhm. Fell dunkelgrau und weiß gestiefelt. Also dunkelgrau ist es jetzt nicht. Ach, guck, ich habe einen Bug gefunden. Das bleibt überall immer derselbe Text. Warum sind eigentlich manche besser? Haben die dann bessere Grundwerte? I don't know. Ah, ist aber auch ein Friese. Fell braun und weiß gestiefelt. Wir kaufen jetzt einfach mal unseren braunen Friesen. Ja, wie gesagt, das ist ja schon eine Sache, die hatte ich ja am Vorgänger schon mal bekrittelt. Dass das einfach natürlich nicht stimmt, dass das ein Friese ist. Aber das wurde halt einfach... Das wurde leider übernommen. Ich muss sagen, wenn ich jetzt schon mal so ein bisschen... Ach, guck, jetzt sind die beide auf der Wiese. Oh, voll süß. Ja, dann kommt mal mit, alle zwei. Was ich kritisieren muss an diesem Spiel, ist, dass man... Es ist ja eine Adaption quasi von der Konsole. Also es war ja ursprünglich für die Switch und für die PlayStation 4. Halt, andere Box. Ja, ich schieb dich einfach mal ein bisschen zur Seite. Wenn man das im Hinterkopf behält, daher kommt dieses Problem, dass man mit W auch... bestätigt. Das heißt, wenn man halt W drückt, dass man dann nicht mehr geradeaus weglaufen kann. Das hätten sie aber noch umprogrammieren können. Das hätte ich ganz cool gefunden, wenn sie das noch gemacht hätten, dass man halt nicht mehr aus Versehen durch Vorwärtslaufen irgendwas bestätigt. Das wäre ein bisschen angenehmer gewesen von der Steuerung. Aber ansonsten muss ich jetzt sagen, gibt es von meiner Seite aus jetzt gar nicht so die Kritik, dass ich sage, warum habe ich nur einmal Pellets? Ach nee, hier, ich hatte Hafer und Gerste hatte ich geholt. Ich würde gar nicht mal unbedingt hier so die Grafik kritisieren, denn wie gesagt, es ist ein ganz anderer Stil. Es lässt sich für mich gar nicht unbedingt vergleichen. So, einmal zurückstellen. Aber das ist natürlich eine absolute Geschmackssache. Also ich kann es auch voll und ganz verstehen, wenn jetzt jemand sagt, nee, also das ist so überhaupt nicht meins. So, Nelly. Könnten wir doch Nelly mal abduschen. Verbessert rasch die Hygiene deines Pferdes. Die Hygiene lässt sich am schnellsten erhöhen, indem du das Pferd mit dem Schlauch abduscht. Aber wenn du empfindliche Stellen triffst, wirst du nie sein Vertrauen gewinnen und keine goldenen Hufeisen erhalten. Ziele mit dem Schlauch auf das Pferd, um den Dreck abzuwaschen. Vermeide es, empfindliche Stellen zu treffen. Diese Aktivität nimmt eine bestimmte Zeitspanne in Anspruch. Okay. Ach guck, es ist ja schon sauber. Aber jetzt haben wir das Vertrauen auch so hoch, dass wir sie reiten können. So kriegt man das Vertrauen ja mega schnell voll. Das ist schon praktisch. Also wirklich nice. Was wir natürlich jetzt auch noch machen müssen, wieder ist die Hufe zu reinigen. So. Guck mal, hätte ich eigentlich gar nicht so lange waschen müssen. Das Vertrauen hätten wir jetzt auch mit dem Hufe reinigen gewonnen.
So. Und wieder bürsten. Ich finde es aber generell gut in dem Spiel, egal ob Vorgänger oder dieser Teil, dass man hier beide Seiten vom Hufkratzer nimmt, sowohl den Kratzer als auch die Bürste. In den meisten Pferdespielen ist es so, dass man nur kratzen muss. In wenigen ist es so, dass man auch bürstet. Kennt ihr eigentlich, es gibt diese Hufkratzer, die auf der anderen Seite keine Bürste haben, sondern einen Mähnenkamm. Oder oben einen Mähnenkamm. Kann mal jemand sagen, was das für einen Sinn macht, dass man die Scheiße, die man gerade dem Pferd aus den Hufen geholt hat, wieder in die Mähne schmiert? Das finde ich mega unpraktisch. Das ist tatsächlich, wo ich zuletzt die Reitbeteiligung hatte, die hatte einen von sich aus gedienten Tangle-Teaser für die Pferde genommen. Not sponsored, ich werde nicht von Tangle-Teaser bezahlt. Schön wär's. Das ging damit richtig gut. Dann hat man nämlich dem Pferd auch keine Haare ausgerissen. Das war super. Dann noch in Verbindung mit Mähne oder Schweifspray. Super. Du hast einen hohen Standard der Pferdepflege erreicht. Dein Pferd erhält ein goldenes Hufeisen für ausgezeichnete Hufhygiene. Jo. Das wissen wir schon mit dem Rest, wie viele Hufeisen wir erreichen können. Gewinne alle Feldrennen. Ja, momentan. Ich habe noch kein Turnier reiten können, ne? Ich habe noch kein Turnier reiten können. Dann könnten wir vielleicht heute mal einen Ausritt machen. Dann mit Nelly. Sie ist ja süß. Oh Gott, ich eier mir hier einen ab. Dann können wir die auch schon mal ein bisschen trainieren. Das geht ja recht flott. Das haben wir ja jetzt schon rausgefunden, dass das eigentlich wirklich schnell geht. Ich wüsste nur mal gerne noch, wie ich die Kamera... Ach, mit den Pfeiltasten kann ich die Kamera drehen. Oh. Ach nee, auch nicht. Das ist... Ach so. Ach natürlich, dann drehe ich den kompletten Charakter. So, weil ich wüsste ja mich mal gerne, ich hatte jetzt, oh Gott, wo denn? Oh, war da, boah, ich weiß nicht mehr wo. Irgendwo war das auf Steam gewesen, hatte ich nämlich jetzt Bilder gesehen, wo man Pferd und Reiter über dem Hindernis von der Seite aus gesehen hat. Und das habe ich jetzt noch nicht so richtig raus, wie man das hinbekommt. Wieder abbremsen zwischendurch. Das Schöne ist ja hier, dass wir hier nicht aus der schnellsten Gangart das Hindernis nur nehmen können. Das fand ich einen sehr, sehr großen Kritikpunkt beim Vorgänger. Das fand ich einfach blödsinnig, dass wir, so, Herz mal eben auffrischen wieder. Das fand ich einfach blödsinnig, dass wir da wirklich im Renngalopp die Hindernisse überspringen konnten und aus keiner anderen Gangart. Das fand ich wirklich ein bisschen doof gelöst, weil das ist schon, auch im Gelände muss man für manche Hindernisse das Pferd einfach zurücknehmen und sollte nicht so drauf zubrettern, ansonsten endet es ganz schnell in einem Sturz. So, wenn wir traben, füllt sich das Herz wieder auf. Im Arbeitsgalopp bleibt es scheinbar gleich und nur im Renngalopp wird es weniger. Ja, also wir hatten schon schnellere Runden mit Sea Blond, aber das war jetzt definitiv auch nicht die schlechteste, ne? Nelly lernt ja noch. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Pferde, bei denen wir das ein bisschen aufbessern konnten, den Wert. Also ich würde jetzt kurz Nelly zurückbringen und dann schauen, so, nehmen wir den Sattel direkt mit. Ich glaube nicht, dass heute so ein Renntag ist. Ansonsten müsste das eigentlich unten in dem Tooltip stehen bei deiner Aufgaben. Das müsste da dann eigentlich drin stehen, wenn es so ist wie beim Vorgänger. Nee, genau. Also da ist auch noch nichts. Gut, dann kannst du wieder mit zurückkommen. So. Dann können wir die beiden nämlich absatteln. Pferd zurückbringen. Ja.
Sattel zurückgebracht. Ich will mal kurz schauen, ob wir bei ihm vielleicht mal noch die Hufe... Ja, guck. Scheinbar ist es wirklich, müssen wir das machen, wenn sie hier auf der Weide standen. Also sie scheinen hier auf der Weide eben nicht die Hufeisen zu behalten, wie im Vorgängerteil. Fand ich aber auch beim Vorgänger sehr, sehr unrealistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn warum sollte ein Pferd sauber bleiben, ausgerechnet, wenn es auf der Weide steht? Also dann schmeißt es sich doch gerade in den Dreck. Und dann wird es nicht nur staubig, wie in der Box, sondern auch noch lehmig und schlammig. Damit schützen sich die Pferde ja gegen Parasiten mit den Schlammpackungen, die sie sich verpassen. Wobei ich generell das Gefühl habe, dass Pferde und ganz besonders Schimmel immer die größten Schlammpfützen oder Drecklöcher finden, die auch nur irgendwie aufzutun sind. Und Schimmel legen sich auch irgendwie ganz besonders gerne in Pferdeäpfel rein. Also das ist schon echt... Das war das Einzige, was ich fies fand, wenn man sich ums Pferd gekümmert hat. Dann duschen wir den auch mal ab. Halt, stopp. Ah ja, doch, stimmte. Was ich fies fand, wenn man das Pferd sauber machen musste, wenn man halt wirklich den Mist aus dem Fell kratzen musste und es war noch frisch. Gott, was haben wir heute leckere Themen? Oder was habe ich leckere Themen? Aber das fand ich echt fies. So. Wunderbärchen, dann geht's doch jetzt hier unseren zwei Schätzen sehr gut. Wir haben jetzt einiges an Geld verloren heute. Aber dafür haben wir jetzt auch ein Pferd gewonnen. Also nicht gewonnen, aber ne, wir haben ein Pferd dazu bekommen. So. Übrigens, kleiner Tipp, wenn ihr schon loslauft, während der Ladescreen noch läuft, dann könnt ihr direkt loslaufen. Das ist praktisch zu wissen. So, 749 Credits haben wir noch. Das heißt, wir haben trotzdem noch Gewinn gemacht. Trotz, dass wir ein Pferd für 500 Credits gekauft haben. Und zwar 213 Credits haben wir uns trotzdem noch verbessert. Sehr, sehr nette Sache. Gut, aber ihr Lieben, ich verabschiede mich dann für heute von euch. Bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Pferd füttern. Nee, heute haben wir wieder kein Turnier. Was haben wir denn heute für einen Tag? Freitag. Sind die doch nur sonntags? Jetzt bin ich verwirrt. Also dann, ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.